Auf der Zufahrtsstraße zu Gut Kinderhaus finden sich auf der linken und rechten Seite zwei liegende Keramikfiguren. Es handelt sich dabei um die Arbeit von Silke Rehberg mit dem Titel Schläfer. Bis zum Schluss unserer Ausstellung Ende September liegen die beiden Figuren friedlich im Gras neben der Straße, ungerührt vom Ausflugsverkehr, von den Autos, von den Tieren, die hier entlang kommen. Ein ganz friedliches Bild, das die beiden abgeben. Schaut man sich die Figuren etwas genauer an, kommen allerdings ein paar Zweifel auf, ob das Bild wirklich so friedlich ist, wie es zunächst scheint. Wir wissen nicht genau, handelt es sich um einen Schlaf? Ist vorher etwas geschehen, ein Sturz, eine Verletzung oder irgendetwas anderes? Am Ende lassen uns die beiden schlafenden Figuren etwas ratlos zurück, aber wir wissen, dass sie unverändert die nächsten Tage und Monate dort liegen werden.